Hi, Simon hier vom YouTube-Kanal Dr. Bad Beard. No Man's Sky hat schon wieder ein neues Update bekommen und wie es jetzt mittlerweile üblich ist, gibt es hier alle Infos dazu, ein bisschen Gameplay, aber als erstes zeige ich euch den Trailer. Es geht um Weltraumpiraten, es geht um ein weiteres Kampfsystem-Update, so wie ich das ja die ganze Zeit spekuliert habe. Wir haben ja schon eins bekommen für den Kampf zu Fuß und jetzt auch in der Luft. Das Ganze in den nächsten Minuten. Wenn es euch gefällt, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft mir dabei, dass die Videos von mehr Leuten gesehen werden. Ihr habt keine Ahnung, wie viel dieser ganze YouTube-Mist hilft, dass der Algorithmus mich nicht vergisst. Aber ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Jetzt gibt es aber erstmal den Trailer zu No Man's Sky Outlaws. Nice, vor allem die Schiffe haben mir richtig gut gefallen. Schauen wir uns nochmal genau an, was da jetzt wirklich drin ist. Also ihr seht es hier schon, Capes, neue Raumstation, neue Schiffe, ziemlich viel Zeug. Hier haben wir als erstes die Solar Ships. Das ist eine, ja, einfach eine neue Klasse an Schiffen mit eigenen prozedural generierten Versionen. Das ist sehr gut. Also gibt es da auch wieder einfach random Varianten davon. Einfach neue Schiffe ist ja immer cool. Und die haben auch einzigartige Technologien, die man dann reinbauen kann, um die Dinger halt zu upgraden. Und ist einfach, also das Ganze, die haben einfach Mandalorian geschaut, glaube ich. Ich meine, das sieht aus wie das Schiff von Mando jetzt hier, ne? Also dieser Naboo-Fighter, den er umgebaut hat in der Serie. Plus halt diese Solarsegel, richtig, richtig nice. Dann direkt hier die Outlaw Space Stations, also es gibt Raumstationen der Raumpiraten. Es gibt jetzt neue Systeme oder alte Systeme sozusagen sind umgemodelt auf Outlaw. Das bedeutet, die sind getrennt von dem restlichen Spiel. Die sind ihr eigenes Ding sozusagen. Unter Outlaw-Kontrolle, also illegale Systeme. Dort gibt es eigene Technologie, eigene, ja, Quests, eigene Händler und die sind auch miteinander verbunden. Das heißt, ihr könnt in den Raumstationen dann auch mit den Teleportern zwischen den Piratensystemen hin und her reisen, aber nicht in quasi gesetzestreue Systeme und umgekehrt. Das heißt, die Sachen sind so ein bisschen getrennt. Es hat wahrscheinlich den Sinn, dass das hier mit diesen Schmuggelmissionen zusammenhängt. Man muss also wirklich zwischen den, ja, gesetzestreuen und den Piratensystemen hin und her fliegen. Sehr cool. Das Raumschiff-Kampfsystem wurde verbessert. Endlich, es wurde rebalanced. Flow und Speed wurden verbessert. Das muss ich jetzt natürlich genau austesten, was da jetzt passiert ist. Aber ihr seht hier schon so ein paar Details, wie zum Beispiel Energieschilde. Die Effekte wurden aufgemotzt. Und nochmal, diese Schiffe sehen halt einfach mega nice aus. Hier zeigen sie es auch nochmal. Explosionen von Asteroiden, Frachtern, Space Cargo, das wurde alles verbessert. Es gibt jetzt auch Fregatten, die zu sehen sind, wenn ihr auf dem Planeten seid, die ja über euren Planeten dann hinwegfliegen. Einfach ein bisschen mehr Atmosphäre dann dabei. Ihr seht, die haben auch eine neue Sprunganimation bekommen. Kommen wir zurück hier zum Schmuggeln in diesen Weltraumstationen der Piraten. Da kann man eben verbotene Güter kaufen und dann in gesetzestreuen Systemen für viel Profit verkaufen. Allerdings ist das mit Risiko verbunden, denn die Polizei, also die Sentinels oder wer auch immer das System kontrolliert, scannt euch periodisch in diesen Systemen, also in den gesetzestreuen Systemen nach Contraband, nach illegalem Cargo.
In der Atmosphäre gibt es mehr Schiffskämpfe, das ist jetzt also ein wichtigerer Teil dieser ganzen Kiste. Die Sentinels verfolgen euch jetzt auch in der Atmosphäre, die Piraten verfolgen euch auch in die Atmosphäre. Also es gilt nicht mehr der Trick, dass man einfach auf dem Planeten landet, um den Piraten zu entgehen. Vielleicht für einige ein bisschen traurig, aber ich denke, das ist eigentlich sinnvoller, ne, dass man auf dem Planeten auch so Dogfights machen kann. Es gibt ein Schiff Cargo Hold, dann kann man quasi sein Schiff mit einem Hochkapazitätsinventar aufmotzen, um halt mehr Cargo durch die Galaxis zu fliegen, wenn man halt schmuggeln möchte zum Beispiel. Und auch sehr, sehr cool und ganz neu sind Schwadrone. Ihr könnt tatsächlich frei rumfliegende Piloten oder wahrscheinlich auch in den Raumstationen rekrutieren für euer Schwadron. Und die könnt ihr dann rufen im Kampf und die unterstützen euch. Das bedeutet für mich, dass wahrscheinlich die Raumkämpfe auch allgemein ein bisschen schwieriger sind. Und die Piloten könnt ihr sogar upgraden. Ja, also eure Wingman könnt ihr verbessern. Ihr seht, die haben verschiedene Skills und Attribute. Mein Gott, diese Schiffe sind so nice, ne? Und weil die Schiffe eben so nice sind, haben sie die Kapazität an Schiffen, die ihr tragen könnt oder ja, in eurem Inventar, in eurem Repertoire haben könnt, auf 9 erhöht. Könnt ihr dann in eurem Frachter parken zum Beispiel. Und jetzt auch hier eine Kleinigkeit, aber ich finde es sehr cool. Es gibt jetzt Capes in No Man's Sky und Cape oder Stoffphysik. Das ist sehr cool. Das bedeutet vielleicht auch, dass die Flaggen im Spiel jetzt von dieser Physik betroffen sind. Schätze ich mal. Mal gucken. Dann gibt es jetzt auch Umhänge mit Kapuzen und so ein Zeug. Die Destiny-Jäger, ne, sind jetzt hier auch wieder zu Hause. Ganz interessant finde ich das hier. Es gibt eine Art Autopilot für den Weltraumkampf. Also so eine Art Auto-Lock-On, den ihr benutzen könnt. Könnt ihr an- und ausschalten, ob ihr das wollt oder nicht, um gegnerische Schiffe leichter aufs Korn zu nehmen. Da muss man dann auch nicht mehr steuern, tatsächlich. Und kann dann die Waffe switchen, ohne eben zu steuern. Ihr seht auch nochmal einen coolen Screenshot von diesem Weltraumpiraten-Spaceport. Sieht richtig nice aus hier hinten, so der... Ja, der Kern der Station ist hier so auseinandergenommen und umgebaut offensichtlich. Dazu kommt natürlich auch wieder eine neue Expedition, sehr cool. Die wird wahrscheinlich bald starten, also vielleicht schon jetzt mit dem Release dieses Updates. Das ist natürlich jetzt auch direkt mit dem Drop dieser ganzen Sachen hier auch rausgekommen. Könnt ihr also direkt runterladen, ist natürlich wieder ein kostenloses Update. Ich vergesse, dass ich das immer erwähnen muss, aber immer, noch immer will No Man's Sky kein weiteres Geld von euch, sondern bisher waren einfach alle Updates kostenlos. Ich finde, mittlerweile könnten sie tatsächlich auch sagen, okay, hier ist jetzt mal ein bezahltes Update oder so. Die haben den guten Willen der Community. Also die Leute, die es wirklich mögen, ne, haben sie auf jeden Fall zurückgewonnen, würde ich sagen. Es gibt ja immer noch No Man's Sky-Hasser. Ich zähle ja jetzt nicht dazu bekanntermaßen, aber da hat natürlich jeder seine eigene Meinung. Da gibt es dann ein besonderes Cape, wie ihr hier sehen könnt, und auch wieder diesen coolen Cube hier, den ich beim letzten Mal, glaube ich, verpasst habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall wieder ein paar Belohnungen hier, Decals und so, Poster. In diesen Outlaw-Systemen gibt es auch neue Missionstypen, wie schon gesagt. Gibt es dort eben verschiedene Schmugglermissionen, aber auch Kopfgeldjagdmissionen, alles, was man sich so unter Weltraumpiratenkrempel vorstellen würde. Auch die sind wieder zufallsgeneriert, also da könnt ihr euch dann einfach welche nehmen, um halt ja ein bisschen Content zum Spielen zu haben. Und dafür gibt es halt neue Titel und auch verschiedene andere kosmetische Belohnungen zum Beispiel, wie halt Umhänge oder sowas. Auch wieder eine Twitch-Kampagne, die sie hier starten. Keine Ahnung, ob ich das mal wieder streame. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gestreamt, aber man weiß ja nie, ne, wie es zeitlich bei mir klappt. Ich weiß, einige von euch möchten sehr gerne, dass ich öfter streame, aber ich kann ja nicht immer, ich kann mich leider nicht vierteilen, Leute. Gott, diese Schiffe, ne? Alter. Ah ja, das hat man jetzt öfter schon gesehen. Weltraum-Energieschilde, also Raumschiff-Energieschilde, sind jetzt auf fast allen Schiffen drauf, mit verschiedener Stärke und Wiederaufladung. Die muss man erst runterschießen. Dann heißt das eben aber auch, dass die Waffen dementsprechend umdesignt wurden. Da kommen wir dann gleich zu. Wenn ihr euch tatsächlich als Pirat, ja, einen Namen macht, einen Ruf macht, wollte ich schon fast sagen, dann habt ihr ein Problem. Also wenn ihr hier Händler überfallt oder Frachter oder so, dann kriegt ihr Ärger in den gesetzestreuen Systemen. Könnt aber eine Art, ja, gefälschten Pass bekommen von den Piraten, um euch dann wieder da in den anderen Systemen bewegen zu können. Hier kommen wir jetzt auch zu den neuen Waffen oder der Überarbeitung der Waffen. Die wurden allgemein rebalanced. Verschiedene Level an Schaden gegen Schilde oder gegen Schiffshüllen. Das ist cool. Das bedeutet, man muss auch wirklich mal die Waffen switchen und man braucht einfach nicht nur irgendwie eine Waffe zu haben, die man komplett maximal upgradet. Also einfach ein bisschen mehr zu tun im Kampfsystem. Sehr, sehr, sehr cool. Ich habe ja gesagt, Kampfsystem-Update ist eine der Sachen, die No Man's Sky am meisten jetzt noch braucht. Das zu Fuß kam ja vor kurzem. Da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Verlinke ich wahrscheinlich nochmal am Ende, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Man kann auch jetzt tatsächlich die Engines, also die Antriebe der Schiffe, gezielt ausschalten mit bestimmten Waffen, dass sie euch nicht mehr davon fliegen können. Und man kann sogar die Schildenergie von anderen Schiffen abziehen. Also sehr viele neue Optionen da.
Hier das, was ich schon mal eben gesagt habe, dass es halt eben einzigartige Missionen in diesen Piratensystemen gibt. Neue Effekte im Kampfsystem. Ne? Und was ich auch sehr cool finde, dass das Kampfsystem jetzt, was hier neu dabei ist mit den Schiffen, auch eure Siedlung, also eins der vorherigen Updates jetzt mit betrifft, dass die Piraten eben auch eure Siedlung aus der Luft überfallen können. Da müsst ihr dann euer Schiff und die Siedlung eben in der Luft im Dogfight verteidigen. Das ist sehr cool. Es gibt auch einzigartige Belohnungen, wenn ihr da mitmacht. Dieses Siedlungssystem ist, wie ich ja schon gesagt habe, wahrscheinlich einfach die Basis für weitere Sachen, die sie darauf aufbauen. Das ist hier eine der ersten so. Das finde ich sehr, sehr cool. Die Siedlung zu verteidigen ist wahrscheinlich so ein generelles Gameplay, was die jetzt aufbauen. Ich schätze, irgendwann wird man auch Gebäude bauen können, die Siedlung automatisch verteidigen. So ein bisschen Tower Defense mäßig oder so. Das fände ich auf jeden Fall sehr cool, dass die halt ein bisschen mehr Sinn bekommt über die Zeit. Und das waren auch schon... ja, alle Infos. Hier sind jetzt auch nochmal die Patch Notes, ne, auf der offiziellen No Man's Sky Seite. Natürlich auch wieder einige Bugfixes und Optimizations und so. Und nicht vergessen, das Ding bekommt auch bald eine Switch-Version, wo das alles ja auch drin ist. Und nochmal zur Erinnerung, in einem der letzten Videos habe ich das auch schon gesagt, die Switch-Version von No Man's Sky läuft nativ auf der Switch. Das ist keine Cloud-Version. Es gibt ja einige Spiele auf der Switch, die quasi gestreamt werden. Aber das Spiel haben sie irgendwie geschafft, auf die Switch draufzupacken. Ja, jetzt habe ich auch einen neuen PC endlich. Das ist im Hintergrund so ein bisschen passiert, weil meiner halt langsam abschmiert. Und jetzt kann ich auch tatsächlich mit dem neuen PC eventuell auch mal No Man's Sky Virtual Reality ausprobieren. Mal ab von der PSVR halt auf guter Auflösung und so. Und auch andere PC-VR-Spiele und da vielleicht mal ein paar Videos drüber machen. Also habe ich ja eh gesagt, dass ich ein paar VR-Videos noch geplant habe. Aber naja, das nur so am Rande. Das war auf jeden Fall jetzt schon mal alles zu diesem neuen No Man's Sky Update. Ich habe wahrscheinlich im Hintergrund auch immer ein bisschen Gameplay gezeigt, was ich jetzt hier noch aufgenommen habe. Wie findet ihr das? Wollt ihr noch mehr Videos dazu sehen? Lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!